Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und heute gibt es wieder die PSL. Ich bin heute gegen DTV, in der Videobeschreibung logischerweise. Und wir haben heute ein Match gespielt, nachdem wir Dark Crisis aufgemacht haben und wir gar nicht so schlecht gezogen haben. Dann würde ich sagen, hier ist einmal mein Deck. Ich habe mich diesmal für 45 Karten entschieden und ja, das Deck von der Deckstrategie ist ganz gut. Wir haben hier unsere Warrior Lady, ich habe ein paar mehr Flipmonster reingepackt gehabt. Aber würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung gehen wir jetzt in die Games rein. Wir fangen an. Set, set. So ist richtig. So passt das auch. Und ich konter mit Set, set. Board of Greed. Und er greift hier gerade direkt richtig viel Damage an. Sakuretsu-Rüstung klärt auf jeden Fall. Ziemlich gute Karte in dem Format. Und er trägt Pressure auf mich logischerweise, denn ich kann nicht viel machen, aber ich kann hier meinen Vindictive setzen. Und der sorgt dafür, dass ich seinen Monster crushen kann und ich kein Damage mehr kassiere. Aber Nudora ist natürlich ein böses Monster, weil es halt meine Monster zerstören kann, wenn ich es zerstören sollte. Und ich habe jetzt hier den Move gemacht, ich habe quasi einfach die Witch gesetzt, die hat genauso viel Death wie sein Nudora. Und ich dachte mir so, wenn er kein Monster mehr hat, kann er dann nicht rüberrennen, das wäre ganz witzig. Dann klaue ich mir sein Monster, tributiere das, damit ich halt dadurch nicht mein Monster verliere. Das Summon Skull wird zerstört durch Ring of Destruction und ich renne natürlich jetzt in seinen Spy rein. Ich kriege den nächsten Spy. Das Spy wird ganz schön so out of hand, denn er hat quasi alles. Ich glaube meine Handkarte, was ganz cool ist. Ein schöner Part für mein Monster. Jetzt will er hier für das Gameplay gehen und ich mache einfach Book und zerstöre für alles. Ich muss das aktivieren, damit die Cyberdose nicht verdeckt hat und ich quasi Yate Garazo holen kann. Ich seine Karte flashen kann und ich quasi mit Yate Garazo für Game angreifen kann. Das Problem, was ich vergessen habe, ist, er kriegt ja noch eine Karte zurück und ich wusste ja nicht, was diese Karte ist. Und das heißt, Dennis hat noch weitergespielt, denn er kriegt ja noch diese eine Karte zurück, die ihm ja theoretisch halt helfen könnte, wirklich halt zu gewinnen. Und deshalb geht das jetzt ein bisschen weiter. Er hat gerade aber jetzt in dem Fall noch nicht Game, weil er noch eine Karte hat, die er zurückbekommt. Ich habe jetzt übrigens hier nochmal so eine Schwerter gesetzt. Er hat mich die Karte leider nicht aktivieren lassen. Also das Spiel selber nicht. Denn da hätte ich es aktivieren können, aber wollte nicht in Standby-Phase. Deswegen konnte er es setzen und das Monster kann ich halt mit der gerade logischerweise nicht outen. Und deshalb muss ich hier quasi auf das Safe Play gehen mit dem Spy. Und deshalb geht's weiter mit dem Spy. Hol den nächsten Spy, greife das Monster an. Und das ist halt Schimmelvisierer an Virus, weil ich also wirklich nicht rüberkomme mit dem Garazo logischerweise. Ich habe den Guard nachgezogen. Er zieht Octoclops, Octoclops. Bisschen doof, kann ich mich nur verteidigen. Und ich bond halt sein Monster und greife halt dann. Nicht für Game an, aber für ziemlich viel Damage. Er kann nicht mehr ziehen. Und ich habe ganz klassisch hier Book of Moon gesetzt. Und Book of Moon in dem Fall gewinnt mir das Spiel. Denn ich kann auf Attack Declaration, kann ich quasi meinen Guard setzen. Ich baue uns ein Monster. Und dann kann ich mit Yate Garazo gleich für Game angreifen. Was ziemlich gut ist. Ich habe sogar die Cyberdose beschworen, einfach nur weil er es verkackt hat mit der Cyberdose. Dann Next Game. Das ist halt Dennis, ich bin hier. Jo. Auch wild. Adiga dauert schon direkt alle gebanished. Alles banishen. Die Fairy Box ist böse, weil sie gegen meine Strategie ja ziemlich fies ist. Dann will er das Spy. Wieder ein guter Starter auf jeden Fall. Holt den Guard. Spirit Reaper ist halt unzerstörbar. Aber er ist halt doch outbar. Also relativ easy sogar. Buch auf Mut zerstört es übrigens nicht. Haben wir gerade gesehen. Aber der Keyback. Da ist der Trick. Und er greift halt für Damage an. Ich habe wirklich nicht viel gezogen, ich konnte wirklich nicht viel machen. Meine ganzen Set-Karten machen halt nicht ganz so viel. Ich fresse erstmal nochmal so ein bisschen Damage, weil ich mir dachte so, ich warte auf die High-Impact-Karten, dass ich halt sein Board outen kann. Setze die fünfte Karte. Und er hat langsam ein bisschen Angst bekommen, weil er Angst vor Niemals-Healing hatte. Aber jetzt muss ich langsam so ein bisschen Damage wegnehmen, wenn ich halt nicht komplett drauf gehe. Und zerstöre seine beiden Monster. Zieh zwei Karten, die beiden Karten waren einfach nicht ganz so hilfreich. Ich habe einen Vindictive gezogen, das ist halt wirklich ein schöner Austausch. Aber er hat natürlich Change of Art. Bisschen böse. Und da kann ich also nicht so viel dran machen. Kommt nämlich der Ring of Destruction. Ich book mein Monster, damit das Monster einfach nicht auf dem Feld ist. Jetzt kommt das Dark Hole, damit er den Search bekommt für die Karte. Und dann hat er Lage gecheckt. Er hat halt nicht die Rata gespielt von Sangan, sondern die andere. Aber ich hätte es eher aufhalten können. Aber im nächsten Zug ist es halt so, dass er Pull of Reed kommt und ja, ich habe jetzt wieder zwei Karten, aber er hat noch Witch und ich kann die Witch nicht aufhalten, das heißt, die nächste Runde gewinnt er halt, wenn er angreifen kann und wie ihr seht,
habe ich hier nicht so viel gezogen. So ein Monster hätte halt gereicht, aber ihr kriegt halt den Search, das heißt, ihr kriegt wieder ein Monster. Breaker, das ist halt Game. Kann ich nichts machen. Dann geht's ins nächste Game, denn das war jetzt ja 1-1. Und ja, also die Games waren auf jeden Fall sehr spannend, als wir die gespielt haben, weil die sehr grindig waren. Ich bin übrigens der King of Port of Reeds. Ich ziehe die Karte irgendwie immer, warum auch immer. Und er zieht immer den Guard. Und ja, Sangan und Guard hat dafür Damage rein. Also DTV ist immer so gut gestartet, dass er zumindest immer direkt ein bisschen Damage machen konnte, so ein bisschen Chip-Damage. Damit ich halt schon mal so ein bisschen unten war, dass ich quasi einfach nur mich verteidigen musste. Und er hat ja auch den einen Beatsig, den er spielt, hat er gezogen. Ich schmiss dann den ganzen Monster rein. Ich kriege leider keinen Special Summon, weil ich halt keine Monster habe, die aufs ins Deck gehen. Er kriegt halt drei Monster. Und die drei Monster sind halt alle ziemlich gut, die er da bekommen hat. Und die Karte ist auch ziemlich cool, das heißt, mein Vindictive halt komplett useless. Octoclops, Lily, den zerstöre ich halt. Lily greift ja nicht an, weil er irgendwie den Effekt vergessen hat. Ich bin mein zweiten Vindictive, weil ich die Lily crushen muss. Die muss auf jeden Fall weg, die Lily. Deswegen nutze ich den, um ihn zu crushen. Ich habe übrigens noch zwei andere Sakura zu Set, das heißt, ich kann noch zwei Angriffe abfangen und ich warte auf einen Value Trade, das heißt, dass ein Monster kommt, wo der Value sich halt lohnt. Und ich kriege quasi hier mit dem Merchant nochmal Spelltrap, in dem Fall Michizuru, also ziemlich gute Karte. Ich glaube, um seinen Clown, weil wenn der den nachher in Death drehen kann, dann habe ich ein paar Probleme, weil er halt wirklich keinen von mir crushen kann. Das haben wir ja letztes Mal gesehen gegen Horus, was passiert, wenn man so ein paar Monster hin und her flippen kann. Nicht so cool. Da ist Nudora, der stört meinen Schattenghoul, also mein Tabu-Monster diese Woche ziemlich useless. Und dann haben wir hier wieder ein Special Summon, greift wieder an, Sakuretsu, Michizure, clear sein Monster, bis auf das Monster, was halt was specialen kann, was ziemlich doof gewesen ist. Und dann haben wir halt White Magic Lead, greife ich halt für Attack an. Er hat natürlich das Glück, dass er genau das Richtige bekommt, dass ich halt keinen Damage mache und er keine Karte verliert, was halt ziemlich, ziemlich gut ist. Und ich muss halt sein Monster angreifen und natürlich, es kommt nicht durch, aber es ist halt der Spy, sollte es auch anders sein. Und ja. Das Ricky Bag zerstört meinen Summon Skull und er hat Yatagarasu. Ich habe den Magic Cylinder, damit ich halt in der nächsten Runde noch ziehen kann. Ich habe allerdings vergessen, dass ich ja Tollkönigie aktiviert habe, das heißt, ich darf eh nicht ziehen. Und habe nur noch ein Monster und das heißt, wenn er jetzt ein Monster beschwört, dann habe ich halt verloren. Ich habe Tsukuyomi gezogen und dachte mir so, ich flippe sein stärkstes Monster, dass ich zumindest ein bisschen Chance habe, was zu ziehen, aber ich habe halt nichts gezogen, außer den Nobleman. Macht halt nichts, er hätte eh noch Book of Moon gehabt und das war dann logischerweise Game. Und ich habe ihn halt mit Yata angreifen lassen für Game, was einfach witzig ist, weil er genau 200 hat. Ja, aber das war's schon zur PSL diese Woche. Wir werden am Sonntag das nächste Set öffnen und mal gucken, was da so drin ist. Und dann geht's halt nächste Woche ganz normal weiter, sonntags. Das Video kommt hier ein bisschen später, ich weiß. Zeittechnisch ein bisschen schwierig. Dann seht ihr im nächsten Video, haut rein. Ciao, Leute.